Wir haben heute ein kleines Weihnachtsquiz für euch vorbereitet. Ich habe dem Ganzen den wunderschönen Namen gegeben und ich entschuldige mich für das schreckliche Wortspiel Quizmas. Eieiei. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Das wollten wir eigentlich schon in der Dein Life Nikolaus-Sendung senden, aber es hat leider nicht geklappt aufgrund von einem technischen Fehler. Wir haben jetzt drei KandidatInnen hier im Studio. Hallo. Hallo. Die heute um den Preis kämpfen werden, nicht vom Krampus in den Sack gesteckt zu werden. Okay, jetzt habe ich Angst. Das Quiz funktioniert folgendermaßen. In jeder Runde geht es um einen bekannten Begriff aus dem Weihnachtskosmos. Seraphin hat sich zur Vorbereitung nämlich in ein paar Wikipedia-Rabbit-Holes zu dem Thema sozusagen hineingegraben und uns jeweils drei obskure Fakten mitgebracht. Und wer anhand von diesen Hinweisen eben als erstes den Begriff errät, der bekommt einen Punkt. Und ihr dürft anfangen zu raten, sobald ich den ersten Fakt vorgelesen habe. Es ist ein Best of Five, also es gibt eben fünf Durchgänge. Und wer als erstes drei Punkte hat, gewinnt. Okay. Wird super. Verstanden. Ich mache euch fertig. Der erste Fakt. Er enthält klassischerweise Hirschhornsalz, ein Stoff, der ursprünglich wirklich aus geraspeltem Hirschgeweih gewonnen wurde. Irgendwelche Ideen schon? Telefonjoker? Im Mittelalter gab es ihn vor allem an großen Handelsknotenpunkten, zum Beispiel Nürnberg oder Aachen, weil dort die benötigten Zutaten vorhanden waren. Lebkuchen? Richtig! Ja, richtig. Herzlichen Glückwunsch. Nürnberger Lebkuchen war also nicht vegan, weil da ist Hirsch drin. Wahnsinn. Es ist da immer noch Hirsch drin. Ich glaube heutzutage nicht mehr. Ich glaube, es sind noch andere Tierprodukte drin. Lest die Zutaten von euren Lebkuchen. Da könnte Hirsch drin sein. Der erste Tipp. Der größte von ihnen hängt über dem Brunnen des Mariazeller Hauptplatzes und hat einen Durchmesser von stolzen 12 Metern und wiegt 6 Tonnen. Christbaum? Weihnachtsstern? Ah, leider falsch. Mistelzweig? Nee. Adventskranz. Ja, ja, richtig. Oh. Ja, Adventskranz war richtig. Okay, 1-1. Der erste Tipp. Angeblich soll er sich mal mit einem anderen Kirchenmann auf einem Konzil so sehr gestritten haben, dass er ihn geohrfeigt hat und dafür kurzzeitig verhaftet wurde. War das nicht Jesus, der die Klatsche kassiert hat? Nee. Jesus auf einem Kirchenkonzil? Ja, weil Jesus wurde doch in der Bibel geohrfeigt und hat dann gesagt... Ja, ja, halt die andere Backe hin, genau. Aber ich glaube, Konzile waren später. Der zweite Tipp, wir verbinden die Person vor allem mit der Weihnachtszeit, aber nebenbei ist er auch noch Patron der Seefahrer, der Schüler und Studenten, der Liebenden und Gebärenden, der Alten, der Kinder und auch von Dieben, Prostituierten, Gefangenen und auch Gefängniswärtern. Und man muss dazu sagen, die Liste ist stark gekürzt. Aber Nikolaus? Richtig! Ja, richtig. Der Nikolaus ist Patron, der Patron von Verbrechern, Prostituierten und Dieben. Ja. Unter anderem. Ja. Aber auch von den Gefängniswärtern. Macher. Und von Ohrfeigen. Nun, die vorletzte Runde. Der erste Tipp. Der Chemiker Justus von Liebig hat eine glänzende Beschichtung erfunden, die sie in ihrer heutigen Form möglich machte, also den Gegenstand sozusagen. Zuckerguss. Nee, das ist noch nicht zu Ende. Schade. Und dabei wollte er eigentlich nur ein wissenschaftliches Gerät verbessern. Christbaumkugeln. Richtig. Ja. Ja, richtig. Hast du geschummelt? Nee. Also was war die Beschichtung? Ich glaube mit so einer Silberlegierung anstatt von Blei und sonst noch irgendwas, mit dem man es vorher gemacht hat. Und demnach waren die Christbaumkugeln nicht mehr giftig, was ein großer Vorteil war. Oh, ja, in der Tat. Ja. Aber dann hast du jetzt 3 Punkte, oder? Ja. Dann hast du jetzt gewonnen. Oh, cool. Herzlichen Glückwunsch. Gibt es noch eine Runde? Ich glaube, eine haben wir noch. Wollen wir noch um die Ehre spielen? Ja, bitte. Die letzte Runde gibt 5 Punkte. Okay, der erste Tipp. Sie hat sich aus dem sogenannten Drehbaum entwickelt, einem historischen Weihnachtsschmuck aus dem Spreewald. Jetzt natürlich erstmal die Frage, was ist Zucker, der Drehbaum? Diese Zuckerstangen. Die dreht man ja auch, oder? Ja, ist eigentlich eine gute Idee, aber leider falsch. Genau, der nächste Tipp. Sie hat ursprünglich 2 Bräuche vereint, die immergrünen Zweige im Winter in der Wohnung aufzuhängen und Kerzen aufzustellen. Und ja, das sind ja beides so Dinge, die in der dunklen Zeit ein bisschen das Unheil vertreiben sollen, sagt man so schön. Also es ist ja weder die Adventskranz noch die Mistelzweig. Die Kerze.
Adventskerze. Nee, tatsächlich die grüne nicht. Kerze. Aber es hat was mit Kerzen zu tun. Ja, einen Tipp hätten wir noch, nämlich sie wird durch warme, aufsteigende Luft angetrieben. Hä? Die Heißluftballon im Wohnzimmer. Da gibt es dann nicht so ein Weihnachtsmobile, da ist unten so ein Teelicht drin und dann so ein Teelicht steigt der Dampf auf und dann dreht sich das. Klingt logisch, habe ich noch nie gehört. Wir hätten noch speziell den Namen gesucht, aber ich glaube, das können wir erzählen lassen. Also wir draußen haben hier einen Tipp außerhalb vom Radiostudio. Wir sagen, es ist die Weihnachtspyramide. Und das ist richtig. Das ist eine Pyramide. Alle außerhalb vom Studio gewinnen jetzt. Was ist denn eine Weihnachtspyramide? Das habe ich noch nie gehört. Also, ich bin mir ganz gut, ich bin mir ziemlich sicher, den Begriff habt ihr euch ausgedacht. Ja. Nein. Das habt ihr mit denen da draußen abgesprochen. Das ist eine Verschwörung.